Moin, wieder zurück bei Destiny 2 im Gesurtag. Wie man sieht hier, er ist wieder auf Nessus und zwar hinten wieder bei Werner. Aber ich zeige kurz den Anflug, damit man das auch weiß. Also hier einmal oben der schöne Planet Nessus, dann hier einmal hier hoch, einmal hier bei Werner. 9940, Landezone ist hier einmal Wächtergrab. Dann geht's direkt hin, mal schauen, was er dabei hat. Ich bin selber mal gespannt. Und ja, wurde ja eigentlich gepatcht jetzt. Ja? Und eigentlich sollte Glitch ja in der Menarchie eigentlich auch vorbei sein. Es geht aber doch mal irgendwie, habe ich gesehen. Aber nicht mehr so wie vorher, aber es geht irgendwie mit einer Rune einsetzen und dann hinrennen und hin und her, das geht wohl immer noch. Aber da muss ich immer noch mal selber testen, was abgeht. Zudem natürlich die einzelnen Superwaffen holen beim, am besten direkt von der Vorhut, ja, und dort dann in den Strike- und Fire-Team gehen, wie die Korrumpierte und dort dann halt dann abweichend hingehen zu Linda Quell und dort dann halt im Fire-Team dann alles erledigen. Wie gesagt, dieser schöne Raketenwerfer, wollte ich gerade sagen, dieser Granatenwerfer ist mega wichtig, der ist sehr gut, der ist Galahorn vergleichbar, wurde gesagt. Ich muss erst mal überlegen, wo ich wohl hin muss. Da muss ich hin, ich komme gerade frisch von der Arbeit, deswegen ist gerade so ein bisschen irritierend, aber ich werde mal eben kurz, definitiv mal eben kurz hier mal eben das zeigen, ein Geschenk für die Würdigen hier, den meine ich hier, da bekommt ihr Wendigo GL3, der ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall mitnehmen und erspielen und wie gesagt, korrumpierte rein, Fireteam, dort nicht den Strike spielen, sondern zum blinden Quell gehen, dort in der Quell spielen und dann macht ihr das Ding da fertig. Das müssen wir nicht machen, muss ich auch noch machen, aber keine Zeit. So, hier einmal, ja, der Sur wieder. Gleich am Anfang das Schicksalsengramm hier oben natürlich erstmal direkt nicht kaufen, sondern erstmal das unten kaufen, was euch fehlt, ja. Exotische Ausrüstung, hier haben wir sogar mal eine Waffe. Der Königinbrecher hier einmal, dann hier natürlich Schwachkopfradar, hier einmal ACD0 Rückkopplungshindernis und hier einmal Geomag Stabilisatoren. Natürlich die Sachen erst kaufen, bevor ihr Schicksalsengramm zieht, sonst kommt eventuell das raus, was hier unten schon steht. Ihr könnt auch übrigens reingucken mit Vorschau hier, könnt ihr gucken, was prozentual höher droppen würde, wenn ihr euch da hier zum Beispiel hartes Licht schnappen möchtet, dann ist prozentual erhöht, dass ihr dann diese Waffe bekommt. Aber es ist kein Muss. So, exotische Ausrüstung hier einmal. Ihr Königinbrecher hier, Linearfunktionsgewehr. Trotz des Verrats der Brecher bleibt ihre Majestät an der Macht. Da haben wir hier nämlich einmal Drahtgewehr. Feuert einen Langstreckenpräzisions-Arkusblitz ab, der Feinde beim Aufprall beendet. Dann hier mal Meisterschützenvisier, dann hier mal Kampfvisier. Hier einmal verbesserte Batterie, hier einmal Hüftfeuergriff, hier einmal fixer Zug, hier einmal angepasster Schaft. Hier noch Ornamente. Ich habe einmal das Ornament Königsmacher hier einmal. Da sieht das Ding so aus, eigentlich wie Schrott, aber macht nichts und ohne sieht es halt eben besser aus. Auf jeden Fall kaufen, kostet 29 legendäre Bruchstücke. Dann hier einmal Schwachkopfradar, hier Helm einmal für den Jäger, ist doch klar, oder? Wer will schon mit so jemandem im Team sein? Ja, kommt drauf an. Da haben wir hier einmal verbessertes Sensorbündel, zeigt beim Zielen ein Radar, Radarauflösung verbessert, wenn man sich duckt. Dann einmal hier erhöhte Belastbarkeit, hier einmal verbesserte Gesundheitsregeneration, hier einmal Lichtreaktor, dann Asche zu Angriff, dann hier einmal Präzisionswaffen zielen, hier einmal Granatenwerferreserven, dann hier einmal Spezialmunitionsfinder. Ja, so sieht das Ding im Moment aus. Und dann haben wir hier einmal den Mod hier einmal einzusetzen, dann haben wir hier einmal den Shader hier einmal einzusetzen und hier einmal natürlich auch wieder Ornament, Prädestination hier einmal. Dann sieht das gute Stück einmal so aus, auch okay. Aber wie gesagt, ja, das müsst ihr euch überlegen, ob ihr mit den Perks spielen könnt oder nicht. Aber auf jeden Fall kaufen, wenn es im Sortiment fehlt, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal also die neue Rückkopplungshindernis, hier einmal Panzerhandschuhe für den ja, Titan. Sieht ganz geil aus, ja, hat schon was. Das Aktivkontaktverteidigungssystem nutzt Kriegssatelliten, Rumpfmaterialien, um Vergeltungsangriffe zu speichern. Hier einmal Wutleiter, Nahkampfkills bauen, Energie auf, wenn ein Nahkampfangriff trifft, wird der eingehende Schaden reduziert und die Energie in einer vernichtenden Explosion freigesetzt, also gut für PvP. Hier einmal erhöhte Belastbarkeit, hier einmal verbesserte Gesundheitsregeneration, dann haben wir hier Fastball, hier einmal genetische Waffenlader, hier einmal Powerwaffenlader, dann haben wir hier Granatenwerfer, Plünderer und dann hier einmal schwere Munitionsfinder. Gute Perks, auf jeden Fall mitnehmen. Dann hier wieder die Möglichkeit mit Mods zu spielen, hier natürlich wieder mit Shader und natürlich Ornamente. Ich habe das folgende Ornament, Endlosschleife habe ich einmal hier, da sieht das einmal so aus. Also einmal blau und vorher halt einmal rötlich-orange. Passt schon, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Geomax Stabilisatoren, Beinschutz für den Warlock. Oben steht, der Hurricane wird dich überholen. Es ist unausweichlich. Akzeptiere Stabilität, wenn du sie bekommst. Eco Array. Da haben wir hier einmal nah genug. Wenn Chaos Spannungs Superenergie so gut wie voll ist, wird sie durch Sprinten vollständig aufgefüllt. Gegner mit Chaos Spannung Schaden zuzufügen, verlängert die Dauer. Hier erhöhte Mobilität, dann aber erhöhte Belastbarkeit. Hier einmal Dynamo, dann einmal Kinetikgeschick, hier einmal über große Waffengeschick, dann einmal hier Primärmunitionsfinder und Spezialmunitionsfinder. Also ich, insgesamt sind die Perks ganz gut bei den einzelnen Rüstungen. Auf jeden Fall kaufen. Ich will ihm auch gerade noch zu holen, weil die Perks sind gut. So, Mods hier einzusetzen, dann hier einmal wieder Shader und natürlich auch wieder hier einmal Ornament, Elektromech, Stabilisatoren habe ich einmal. So sehen die normal aus.
hier mit dem Ornament natürlich viel, viel geiler diesmal. Auf jeden Fall gut zu holen hier. Die Perks sind gut, die gefallen mir. Die Waffe ist auch gut. Auf jeden Fall auch holen. Wie gesagt, alles holen, was fehlt. Und hier haben wir noch Einladung der Neuen. Ich habe natürlich der Zauberer hier noch, weil das ist ein Schal, den ich noch nicht fertig gemacht habe. Aber wie gesagt, auf jeden Fall immer Einladung der Neuen mitnehmen. Ist Jahrespass exklusiv auf jeden Fall mitnehmen, weil da kommt auch mächtige Ausrüstung raus. Könnt ihr auch gebrauchen, um euch Power zu leveln. Auf jeden Fall alles so, wie es sein soll. Können wir alles gebrauchen. Sind wir dabei. Ihr hoffentlich auch. Hier ist mein Char-Moment, 746er Power-Level. Ich bin gut dabei, habe schon ein paar Sachen mit 750 bekommen. Ich hoffe, ihr seid auch so gut dabei wie ich und bekommt euren Loot, den ihr braucht. Viel Spaß diese Woche hin, weiterhin bei Destiny 2 und guten Loot und ja, viel Spaß, wie gesagt. Spielt schön, Männer, hier macht den Kelch voll. Bis demnächst, reingehauen. Tschüssi.